Frau Karasek, it's your turn. Wie wär's mit Anwaltstipps auf TikTok? Es geht ab, tatsächlich. Ist eine Marktlücke, geht ja. Das ab? Ja, total. Wusstest Echt? Du gar nicht, ne? Nein. Ich wusste, dass du das nicht weißt. Deswegen habe ich es gesagt. Wie dich das diebisch freut. Ja, aber ne? Das vielleicht machen wir Anwaltsthemen weiß. Auf TikTok ab jetzt. Wir sind ja beide Juristen. Ja, sollen wir das mal machen? Sollen wir das starten? Vielleicht kriegen wir dann nächstes Jahr auch mal einen Preis hier. Ich bin ja noch preislos unterwegs. Also, was? Müsst ihr euch schon sehr abheben. Es gibt schon relativ viele. Ja, wir müssen das richtig cool auf TikTok machen. Michael kann sich ja unterstützen dabei. Weil er hat ja im Hintergrund tanzen. Ja, im Hintergrund tanzen. Okay. Ja, wäre cool. Also ich wäre dabei, Michel. Dann lass mal überlegen, nach der Veranstaltung. Oder jetzt, während. Ja, immer während. Man muss immer ein bisschen was getrunken haben, sagen die Iraner. Dann kann man gut beraten miteinander. Ja. Und dann das Ganze nochmal ja nüchtern, gern. Aber nochmal. Also morgen nochmal. Nein, immer es ist ja immer so, dass einem Ideen, nicht nur, wenn man was getrunken hat, sondern auch nachts besonders großartig erscheinen. Und ich hatte auch immer so Post-its neben meinem Bett. Und es gibt die schöne Geschichte von Billy Wilder, dass er nachts im Bett liegt und sich einen Film, der berühmte Regisseur, manche mögen es heißt, sich einen Film überlegt und denkt, er hat einen genialen Einfall und wacht am nächsten Morgen auf und auf seinem Zettel steht Boy Meets Girl. Also man denkt ja nachts, das ist die großartigste Idee der Welt. Das ist eine geile Idee. Ja. Ja, ja. Aber sowas von. Aber alleine, wie du eben gerade erst Billy Wilder gesagt hast, dann davon ausgegangen bist, jeder weiß Bescheid, dann aber schnell hinterher geworfen hast, hier großer Regisseur, manche mögen es heißt, das brauchen wir, wenn du zum Beispiel Paragraph 453 BGB vorstellst, 453 BGB. Mhm. Und 433 dann du, kann ich dir sagen, ist der Kaufvertrag. Kaufvertrag kennt jeder. So, Gewährleistungsrechte. So, du bist dran hier mit Umschlägen. Du hast noch einen? Ich weiß, dass du noch einen hast. Ich habe sogar zwei. Ja, du hast sogar zwei. Ja. Ganz viele Umschläge heute Abend. Ich wollte schon immer mal, es ist auch meine erste Laudatio tatsächlich. Also ich finde das großartig. Also,